Was machen die denn? Ja, ich glaube, hier sollen wir so auch nicht hin. Gehen wir hier hin. Ist auf jeden Fall ein Peachy. Gucken, was das für ein Weg ist, bevor da reingeht. Komm her. Oh, wieso kann ich mich nicht umgucken? Mensch. Wir gehen mal da rein einfach. Ich glaube, ich bin verwirrt. Es scheint so. Ich dachte eigentlich, es ist nur so ein Weg, den wir einfach ablaufen bis ganz hoch oder so. Aber nein. Oh, wo sind wir denn jetzt? Immer hier. Nein, schreie nicht runter. Ja, ja, gut. Warte, dein Gelache. Stimme der Schmetterling. Da war es nicht. Oh. Ah, da trifft er uns noch. Was ist denn für eine Kamera an sich hier? Meine Güte. Über dem blöde Dinge. Also wird das gerade falsch rumlaufen? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Hallo! Hey! Aua! Aua! Du bist doch der letzte Geist, oder nicht? Palm, der Schatten, hä? Hey. Jetzt, jawohl! 10 Peachys! Geil! Was? Also eine große Wolke. Was zur Hölle? Wo kann ich nach unten gucken? Ne? Das ist schon ein bisschen doof. Hallo, ich bin Nimbo. Die große Wolke der Welt. Die große Wolke der Welt. Hallo, Nimbo. Ich nehme an, wir sollten mit dir reden, wenn es ums Wetter geht. Kluge Echse. Nimbo verändert die Welt, lässt Wasser nach unten lecken. Aber Nimbo hat ein Problem. Leck funktioniert nicht gut. Nimbo ist ein Nervenbündel, seit seine Frau ihn für den Taifun verlassen hat. Oh, das ist Schweinerei. Versuche dich zu entspannen. Nimbo, denk an einen tropfenden Wasserfall oder einen laufenden Wasserhahn. Geht nicht. Echse und Fledermaus verursachen Lampenfieber. Vielleicht können die Besucher für ein wenig Stimulation sorgen. Gut, komm Leila, lass uns Nimbo helfen, Wasser zu lassen. Hauptsache du wäschst hinterher die Hände. Was? Ich finde das jetzt gerade ehrlich gesagt ziemlich verstörend. Und was ist das? Okay.
Bleibt das offen? Ich jetzt erstmal gerne mal hier. Zack, 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 zack. Da gibt's Eis. Eis? Ne, das Wasser. Nehmen wir das Wasser und gehen wir da hoch. Ah, diese Ausdünstung lief direkt durch den Motorwasch. Na, okay. Ah, cool. Der Fluss wieder gefällt. Und ich vermute, hier haben wir noch Eis. Was passiert denn da? Nimbo fühlt sich erleichtert. Okay. Jetzt haben wir einen Eissee. Aber was nützt uns ein Eissee? Okay, mit dem Feuer kann man austrocknen. Das brauchen wir jetzt nicht probieren. Machen wir erstmal wieder Wasser. Jetzt gar nicht mehr wechseln. Nur müssen wir erst wieder Feuer machen. Eins. Ja, ah, lauf doch. Nimbo hat das ewig in sich getragen. Jetzt noch mehr Wasser, kann das sein? Nee, wir können also nur noch zwischen Wasser und Eis wechseln. Dann vermute ich sogar fast, das ist Wasser, wo ist Eis? Das Eis, das ist, was wir als nächstes brauchen. Ich weiß aber noch überhaupt nicht wofür. Ist irgendwas, wo wir nicht hingekommen sind oder so? Weiß ich nicht. Na gut. So, wo findet die Tür hin? Das haben wir jetzt eine Abkürzung oder so? Ich trinke mal einen Schluck. Ah, okay. Aber können wir das Wasser... Wir bräuchten eigentlich gar kein Wasser. Weil hier unten war ja an der einen Stelle, ich glaube, das ist sogar das, wo wir jetzt gerade sind. Ach, guck mal hier. Da war ja unten das mit der Strömung. Aber wir haben ja bei weitem noch nicht alles. Wir sind noch im ersten Level, Leute. Ach, guck mal. Nein. Gib mir wieder ein paar Schmetterlinge, danke. Ach guck mal, da ist noch eine Blume. Aber wir haben ja jetzt eigentlich alles. Eigentlich ja. Keine Schmetterlinge. Okay, ich würde nochmal zur Wolke hochgehen. Wir bräuchten eigentlich überhaupt kein Wasser. Das wäre gerade. Oder? Ja. Aber da war ja auch vorhin kein Wasser drin und trotzdem war da unten Wasser.
So. Jetzt regnet es wieder. Gut, ich weiß jetzt nicht ganz, was uns das bringt, aber... Gibt es denn ja ursprünglich noch einen anderen Weg hoch? Sind wir richtig? Sind wir eigentlich noch viel weiter hoch, ne? Da hinten waren wir schon. Bei Rextor gibt es nichts Neues. Waren wir schon... Verdammt. Das war jetzt so nicht gewollt. Wir können ja einfach wieder hoch. Ah, easy. So. Hallo. Ist aber tief hier. Ich überleg gerade, wenn wir hier... Nein! Okay. Wir müssen da lang. Dankeschön. Huch. Wollen wir eigentlich mal umgucken. Können wir hier aus den Knopf bringen? Wir sehen den Knopf gar nicht. Na gut, dann gehen wir mal den Weg, den wir gekommen sind. Vielleicht können wir ja so irgendwie den Turm hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von hier runter sollen. So. Den Kollegen haben wir ja schon. Hier ein paar Schmetterlinge für mich. Weil einen zumindest. Oh, die Augen, ne? Was? Ich hab doch ge... Mann! Oh, jetzt Schmetterlinge. Und noch ein Danke. Die blöden Augen. Da ist noch ein Eingang. Huch. Und ist noch einer, da waren wir auch nicht. Hier geht's noch höher. Gucken, ob das so klappt. Höre was? Augen. Weg. So. Okay, welcher ein Ausgang ist das? Boah. Da sind wir, glaube ich, hergekommen, ursprünglich. Das heißt, ich versuche jetzt mal zu dem anderen Weg runter zu springen, obwohl ich glaube, dass das der Anfang von dem Weg hier ist. Oder? Ja, ich denke schon. Nein! Nein! Verdammt. Haben wir jetzt einen einfachen Weg nach oben? Guck mal, da waren wir noch gar nicht. Okay, wo kommen wir jetzt raus? Ich weiß immer noch nie, was mit der Kamera ist. An dem Eingang da unten. Ach. Wir haben ja jetzt Wasser. Das Geheimversteck müsste doch jetzt... Genau, das Geheimversteck müsste doch jetzt
Da müsste doch jetzt Wasser rein in Nimbos Schatzkammer. Da müsste jetzt Wasser drin sein. Mr. Blowy lächelt nach einem Getränk. Das ständige Gepuste macht meinen trockenen Hals. Ja, ah ja, mal Wasser. Ja, wie soll ich das da hinbringen? Der Knopf. So war das nicht. So lange haben wir das doch gar nicht, oder? Ist schon eine ganze Weile, aber ich muss ja noch das Ding hier drehen. Nein! Okay, man kann es also schaffen. Ist ein Schmetterling? Oh, ich gehe mal nicht auf die Plattform. Obwohl, die sieht aus, als könnte die direkt. Oh, das dauert aber lange. Ist so viel Zeit oder? Gibt's hier irgendwo noch mal Wasser? Geh weg. Madeline, danke. So, wo kommen wir denn hier raus? Vielleicht können wir Wasser ja mitnehmen. Ich weiß es nicht. Im Monument. Aber hier ist das Tor zu. Okay, und was? Ich will gucken, jetzt. Mehr gibt's nichts. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Und dann tschüss. Aber danke. So, fettische Plunderina, endlich. Wieder volle Leben hier. Das ist erstmal die Feder. Ja. Lassen wir auf uns hoch. Da geht's zur Wolke. Nimbo. Große Wolke. Die größte Wolke. So, wir drehen das so weit wie es geht. Ich könnte sogar noch einen ganzen Ticken weiter drehen, würde ich behaupten. Ja. Optimal, optimal. Jawohl. Ja. Oh, Wasser. Mr. Blau, wie kann er seinen Job fortsetzen? Und Luft in linearer Richtung pusten. Ah, das klingt nicht nach einem tollen Job. Es ist besser als Straßen zu reinigen. Wie willst du Straßen reinigen, mein Freund? Und warum müssen wir uns jetzt die Wand angucken? Sollen wir uns ja für irgendwas schämen oder so? So, dann sind schon wieder 11 Stück, Mensch. Juhu! Da können wir bestimmt schon das dritte Level aufmachen. So, jetzt pustet er wieder. Was passiert, wenn wir uns jetzt hier hinstellen? Hä? Ich dachte, er pustet jetzt. Okay, was bringt uns das jetzt? Ja, nichts. Ich dachte, der pustet uns jetzt hier irgendwo hin. Also nur ein Puzzleteil. Vielleicht ist er jetzt aber. Hier drin jetzt irgendwas.
Aber wir können diese blöde Kamera und dieses andere Laserteil, wir können es hören. Dieser Turm hier ist echt verwirrend. Wenn man wüsste, wie viele Pages es hier gibt. Oder wie viele Federn man schon hat. Es soll ja richtig verstanden haben. 200 Federn in jeder Welt. Darüber. Sieht eng aus. Und hier könnte es gehen. Wieso geht ihr aus dem Weg? Wer erlaubt denn das eigentlich? Okay. Oh, der redet. Hey, seid ihr wegen der Aussicht hier? Nein, wir sind hier, um dich zu holen. Um mich zu befreien? Musst du diesen Kurs schaffen, indem du durch die Reifen gleitest. Frag nicht warum. So läuft das eben in dieser Höhe. Okay. Viel Glück und schau bloß nicht nach unten. Was? Scheiße, bitte. Ich wollte das mal einsammeln hier. Mach ruhig, ich gehe da mal rüber. Warum stehst du da mitten drin im Wasser? Nicht berührt. Okay, jetzt da lang. So, wir müssen hier landen. Also, du, wir waren hier schon, ne? Also, irgendwie haben wir das ja falsch gemacht. Okay, jetzt auf die Plattform. Wir sind am Anfang. Ja, spitze. Ja. Hallo. So. Jetzt ist noch ein Page im Turm und ja, einer ist noch da unten. Den können wir jetzt vielleicht ran, wo Wasser drin ist. Aber für was ist die Tatsache, dass wir das gefrieren lassen können, das Wasser? Ich glaube, die Tatsache, dass Wasser... Mensch, ja, Aufleder! Die Tatsache, dass Wasser drin ist, alleine reicht nicht. Muss 100%... Ich vermute, dass es gefroren sein muss. Waren wir da eigentlich schon ganz oben? Ich glaube, ja, ne? Wie kriegen wir das aus dem Turm? Nein. Wo geht's hin? Einfach mal so eine Tür laufen. Schaden kann's nicht. Perfekt, oder? Nur gerade nicht so sicher, was wir hier noch machen können. Waren wir schon ganz oben? Weiß es nicht. Huch, wow, knapp. Hier lang laufen, können wir da weiter höher? Tut warme gerade. Und da gibt es auch einen neuen Durchgang. Blüpp.
Hier geht's zur Wolk. Hier geht's ja noch viel höher. Wunderbar, ist das ein anderer Durchgang. Schwer verwirrt. Wir gehen mal. Aua! Wir können doch nicht irgendwie nach unten segeln. Gut zu wissen. So. Da sind wir am Anfang hoch. Wir sind dann, glaube ich, nach rechts gelaufen. Dann sind wir definitiv irgendwo falsch gewesen. Schmetterling! Nein, schon. Jetzt haben wir eingesammelt. Wollt ihr ihn doch essen? Der ist doch so lecker. Ja. Ah, ich geb mal. So, aber hier sind ja die blöden Windturbinen. Ja, kommen wir ja nicht weiter. War nicht irgendwo ein Strauch? Was hat es denn mit dieser... Verdammt! Was hat sie mit die blöden Kanonen auf sich? Mann. Na gut, ich würde sagen, oh. Ups. Nicht ganz so ewig weit runter springen sollten wir vielleicht nicht mehr. Aber da ist doch Wasser. Auf Wasser. Nein, das war ja nicht scheiße. Nein, verdammt. Mann. Okay. Was sagen die Leben? Ach, sind wir voll. Gut, dann nehmen wir jetzt den schnellen Weg, ja. Wasser, 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 Wasser. Ah, verdammt. Wir haben dieselbe Stelle getroffen. Ne? Sieht auch cool aus, wie der schwimmt. Ah, das Wasser kommt da gar nicht rein. Also hat sich hier noch nichts verändert, oder? Campus-Schatzkammer, nein. Hier war übrigens so ein Rubin gewesen, den der Kollege haben wollte. Oder was? Gibt es hier vielleicht ein Geheimnis? So,